Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM. Hallo liebe Streaming-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute ist Mittwoch, der 25. Oktober und wir haben wie immer drei Tipps für euch dabei. Los geht's mit einem der größten Skandale der Popgeschichte. Die Millennials unter euch erinnern sich vielleicht an die Sendung Talk 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 mit Sonja Zietlow auf ProSieben. Und auch der Titelsong der Sendung ist einigen bestimmt im Gedächtnis geblieben. Denn eines kann man über Girl You Know It's True von Milli Vanilli auf jeden Fall sagen. Der Song geht ins Ohr. Genau deswegen waren Milli Vanilli Ende der 80er und Anfang der 90er auch super erfolgreich. Bis herausgekommen ist, dass sie niemals je auch nur einen Ton selbst gesungen haben. Eine neue Doku beschäftigt sich jetzt nochmal mit diesem Megaskandal der Popgeschichte. Milli Vanilli has made it big in America. Great music, it rises. Their visuals were on point. They had it all. Girl, you know it's true. One minute Milli Vanilli were there. Milli Vanilli. Milli Vanilli. And the next minute they weren't. We thought, okay, it's one song. You do that and you're out. We're not saying no to this powerful producer. Hinter der Idee mit dem Playback steckte übrigens der deutsche Musikproduzent Frank Farian. Und anders als die beiden Frontmänner von Milli Vanilli hat Farian den Skandal relativ unbeschadet überstanden. Wie die Blamage aufgedeckt wurde, könnt ihr in Milli Vanilli sehen. Die Doku findet ihr ab heute bei Paramount Plus. Tipp Nummer 2 ist zwar ebenfalls dokumentarisch, aber alles andere als skandalträchtig. Denn in der Doku-Serie Leben auf unserem Planeten geht es um nicht weniger als den ewigen Kampf um die Vorherrschaft und das Überleben auf der Erde. Heute leben etwa 20 Millionen Arten von Lebewesen auf unserem Planeten. Das gilt allerdings wirklich nur für den Moment, denn 99% aller Lebewesen, die jemals auf der Erde existiert haben, sind schon längst ausgestorben. Die achteilige Doku beschäftigt sich mit dem Aufstieg und dem Fall verschiedener Arten. Diese Serie berichtet von den großen Kämpfen ums Überleben. Und den Tieren, die die Welt erobert haben. Vom Beginn des Lebens bis heute. Im englischen Original spricht niemand Geringeres als Morgan Freeman die Stimme aus dem Off. Alle 8 Teile der Doku-Serie Leben auf unserem Planeten findet ihr ab heute bei Netflix. In Tipp Nummer 3 geht es um eine ganz bestimmte Art Lebewesen auf der Erde, nämlich um uns Menschen. Wir zeichnen uns ja neben vielen anderen Dingen dadurch aus, dass wir uns Religionen und komplexe Glaubenssysteme ausdenken. Und um genau so ein System geht es auch in der Animationsserie Praise Petey. Denn hier muss die Protagonistin Petey ein besonderes Erbe von ihrem verstorbenen Vater antreten und wird sozusagen über Nacht zur unfreiwilligen Anführerin eines Kults. I'm Petey. I had it all. Mother! Here. What's this? It's a message from your father. It's me, your father! The community of New Utopia is all yours. I just needed to figure out my place in my dead dad's weird town. I'm walking here. The great daughter, she's arrived! I'm new to this being the cult leader thing. Am Anfang ihres Aufenthalts muss Petey noch mit ansehen, wie Menschenopfer in ihrem Kult erbracht werden. Doch es dauert nicht lange, bis das New Yorker It-Girl mit den archaischen Methoden Schluss macht. Denn immerhin ist sie jetzt die unangefochtene Anführerin. Praise Petey ist eine Animationsserie für Erwachsene. Die erste Staffel findet ihr ab heute bei Disney+. Das war's mit unseren Tipps für heute. Folgt uns gerne im Podcatcher eures Vertrauens. Es gibt jeden Tag eine neue Folge von uns mit neuen Tipps, die dann direkt in eurem Podcast-Feed landet. Die Tipps für die heutige Folge hat Caroline Geiwes rausgesucht. Audioproduktion Tim Schmutzler. Mein Name ist Anja Bolle und ich verabschiede mich für heute. Bis bald. Wir hören uns. Was läuft heute?
Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM.